Hi, liebe Leute, ich werde euch gleich einen psychotischen Gedanken von mir vorstellen, weil ich habe früher ganz stark öfter Psychose gehabt. Und ja, ich will euch mal zeigen, wie sich das so anfühlt oder was man das so denkt. Ja, jetzt gerade ist es so, ich bin eigentlich nicht mehr so oft psychotisch, aber ich hatte vorher meditiert und wie ich da die Augen aufgemacht habe, hatte ich irgendwie plötzlich so einen psychotischen, also was man halt als psychotisch bezeichnet, so einen Gedanken. Ja, den will ich jetzt mit euch teilen. Also, ich bin hier auf einem Meditationsstuhl gehockt und habe hier rüber geguckt. Also so zum Fenster bei mir im Schreibzimmer. Dann ist mein Blick hier hängen geblieben. An dieser Kerze, an dieser kleinen Orchidee. Und man sieht es leider nicht so gut, aber die Orchidee wirft an die Wand einen Schatten. Und wenn man jetzt nicht psychotisch ist, dann sieht man das halt einfach, nimmt das so wahr und denkt sich nichts Besonderes dabei. Weil ich aber psychotisch war, habe die Kerze wahrgenommen als Urquelle der Liebe, sozusagen als Gott, als das Licht, die Urquelle, das Licht, den Gott, also Gott halt, also wie die, also ja, jetzt wiederhole ich mich, aber eine Quelle des Lichts. Die Orchidee habe ich wahrgenommen als, ja, das Gute, das Leben. Aber da die Orchidee im Licht ist, also sozusagen das Leben auch mit Licht, also viel Licht ist im Leben, viel Freude ist im Leben, viel, also steht ja auch viel Glück passenderweise drauf, Glück ist im Leben. Deshalb ist es ein Naturgesetz, wenn das eben auch ein Schatten entsteht. Und leider sieht man den Schatten jetzt kaum mit, also jetzt aber guckt, die Orchidee hat einen schwirrenden Schatten an die Wand und der Schatten ist das Leid, das Dunkle. Es ist blöd, dass man es nicht richtig sieht. Aber vorher, wie ich da auf dem Meditationsstuhl gehockt bin und diesen psychotischen Gedanken hatte, da haben wir halt richtig intensiv einen Schatten gesehen, den die Orchidee an die Wand wirft. Ja, und der Schatten, das ist das Dunkle, das Leid, das entsteht eben zwangsläufig, wenn es Leben und Licht gibt. Also dann entsteht ein Schatten. Ja, solche symbolischen Deutungen, also dass man in einfache Alltagsgegenstände plötzlich was reininterpretiert und ganze Geschichten dazu plötzlich weiß, das ist typisch für Psychose. Und ich frage mich bis heute, ist Psychose wirklich nur die Krankheit, wie die Psychiatrie tut? Weil es ist so spirituell, dass man eine Psychose erfährt. Und das war so ein kleiner Ausschnitt aus dem, was ich in der Psychose gedacht habe. Das sind Welten, die ich da entdeckt habe, spirituelle Welten, die sich da eröffnen. Ja, ich glaube, Psychose ist mehr als die reine Krankheit. Guckt mal, es war keine Absicht, aber ich weiß gerade. Da ist also ein Plakat von meinem Buch. Ja, das ist jetzt Absicht, aber das Plakat war keine Absicht. Das Buch habe ich vorbereitet, euch zu zeigen. Kauft es doch mal. Hier unten links seht ihr in der Beschreibung den Link.